Jimmy, Gratulation zu den zwei Toren. Matchwinner von den Rapid-Fans gefeiert. Geiles Gefühl, oder? Ja, es ist immer super, wenn du zwei Tore machst und gewinnst 2-0. Und ja, die Rapid-Fans sind halt einfach die besten Fans von der ganzen Bundesliga. Und ja, es ist einfach super, wenn du von so vielen Fans gefeiert wirst. Immer noch über dieses erste Tor, das war wie eine Explosion. Was haben Sie sich dabei gedacht? Einfach draufhalten in der Situation, weil es ja doch ein sehr spitzer Winkel war. Ja, ich habe selber gesehen, dass es ein spitzer Winkel ist. Dann habe ich glaube, der Meierhofer habe ich nicht mehr gesehen. Und dann habe ich gesehen, dass der Daumen noch ein bisschen spekuliert hat. Und man dachte, ja, muss das probieren ins Kurze. Und ja, dass er halt Stangen reingeht, ist super. Und beim zweiten, dem alten Fuchs Martin Hieden eins ausgewischt. Ja, ich habe, glaube ich, den Ball super abdeckt und habe mich eingedreht. Und nachher habe ich ins Kurze Eckhafer geschossen. Was dürfen wir in diesem Frühjahr von Jimmy Hoffer noch erwarten? Ja, ich hoffe, dass ich viel spiele und dass ich viele Tore mache für Rapid. Danke. Ja, Hauptsache wir machen jedes Spiel 3 Punkte, das ist das Wichtigste. Ich glaube, ich war maßgeblich beteiligt am ersten Treffer. Es war eine schöne Flanke. Noch gut gehalten vom Tormann. Zum Glück haben nicht festgehalten. Jimmy war da, da gehört er hin. Und im Endeffekt, glaube ich, haben wir eine tolle Mannschaftsleistung abgeliefert. Und im Endeffekt ist es wurscht, wer die Tore macht. Der Stürmer freut sich natürlich, wenn du ein Tor machst. Aber wir haben 3 Punkte und das ist wichtig. Was fehlt vielleicht noch? Was fehlt? Ein bisschen Glück. Ja, ich glaube, wir sind einfach gut drauf. Das haben wir am Dienstag bewiesen, dass wir als Mannschaft einfach kompakt gut stehen. Und ja, wir sind, glaube ich, für eine Überraschung gut und die wollen wir halt einfach umsetzen. Salzburg spielt ja besonders hier auf dem Kunstrasen die Stärke aus. Sie selbst konnten sich gestern schon ein bisschen daran gewöhnen im Abschlusstraining. Hat das was gebracht? Ja, ich sage, für meine Größe ist vielleicht der Kunstrasen vielleicht ein neues Terrain. Aber ich habe lang genug da bei Bayern drauf trainiert, die Vorbereitung. Und man muss sich nur kurz darauf einstellen und wir müssen einfach schauen, dass wir die ersten paar Minuten nicht verschlafen, weil er sehr, sehr schnell ist. Und ansonsten wird das, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel heute. Da dürfen wir nicht sagen, der Boden ist so und der Platz ist so. Es wird einfach ein interessantes Spiel und wir wollen einfach eine Top-Leistung abliefern. Was da für ein Belag ist, ist uns egal, auch wenn Salzburg Heimstärke hat. Wir wollen natürlich auch unsere Auswärtsstärke zeigen und ich freue mich auf die 90 Minuten. Erste Ballberührung am heutigen Nachmittag, erster Bundesliga-Treffer. Stefan Meierhofer, wer hat Ihnen als Baby die Märchen vorgelesen? Ja, ich glaube, Märchen habe ich daheim nicht so viel von meinen Eltern vorgelesen bekommen. Ich war mehr im Betrieb tätig, dadurch bin ich groß und stark geworden. Und nein, ich habe meinen Eltern sehr viel zu verdanken und ich freue mich, dass ich heute ein Tor gemacht habe. Das widmen meine Eltern heute. Die Entstehung zu diesem Tor haben Sie mir vor einer halben Minute gerade mal erläutert. Sagen Sie mir das nochmal. Ja, ein Freund von mir ist Joker, aber heute war ich halt mal der Joker. Na, die Frage kommt erst, was passt denn besser, Stefan Meierhofer oder Joker Meierhofer? Stefan Meierhofer. Das Tor hätte nicht zustande kommen dürfen, weil Kravlak eine zwar raffinierte, aber doch eine Schwalbe fabriziert hat. Ja, es ist die nötige Spielintelligenz, die man hier und wieder haben muss in solchen Situationen, dass man dann sagt, okay, wenn man keine Chance mehr auf den Ball hat, man vielleicht einfädelt, fallen lässt, das hat er gut gemacht. Die Entstehung ist egal, der Ball war drinnen und wir haben das 1-0 gehabt. Weit und breit kein Rapidler mehr hier, alle warten auf Stefan Meierhofer in der Kabine. Was erwartet Sie? Ja, ich glaube gar nichts. Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung und das 2-0 hat der Mario sehr gut gemacht und nur wenn ich das 1-0 jetzt gemacht habe, wird die Mannschaft nicht auf mich warten. Wir sind eine intakte, sehr gute Mannschaft und wer die Tore macht, ist egal. Das hat man am Mittwoch sehr gut gesehen, wie gut wir harmonieren. Und ja, für mich freut es natürlich, dass ich einen Tor gemacht habe. Dankeschön und Respekt. Vielen Dank. Jetzt der Mann, der das erste Rapid-Tor gegen Sturm in Graz nach 475 Minuten geschossen hat, Stefan Meierhofer. Sie haben nach dem Spiel gegen Ried gemeint, fürs erste Bundesliga-Tor fehlt nur mehr ein bisschen Glück. Wie viel Glück gehört dazu, wenn man mit der ersten Ballberührung gleich das Tor erzielt? Also eine ganze Portion Glück hat halt dazu. Die Flanke war wieder sehr gut vom Steff, das haben wir trainiert. Der Ball war drin, das war wichtig. Wie viele Minuten vorher wir hier kein Tor geschossen haben, das war egal. Wir haben halt 3 Punkte mitnehmen wollen. Das war unser Ziel und wir haben es, glaube ich, sehr gut umgesetzt. Wobei Ihr Jubel ist für das erste Bundesliga-Tor eigentlich nicht so exzessiv ausgefallen. Ich habe eher gemerkt, Sie haben da irgendwie so den Finger gezeigt. Die Leute sollen eher still sein oder was war das? Ja, nein, das war einfach vielleicht für mich auch eine Geste. Ich bin eine Halbzeit auf der Bank gesessen, jetzt war ich noch ein bisschen müde, glaube ich. Deswegen war mein Jubel nicht so reif, aber ich glaube, ich werde noch ein paar Mal für Rapid jubeln. Spielt so ein Tabellenführer wie heute Rapid gegen Sturm? Das würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben, glaube ich, erste Halbzeit nicht so gut gespielt, wie wir gegen Ried ins Spiel gefunden haben. Es war schwer, der Gegner ist sehr gut gestanden. Sturm Graz ist eine spielerisch starke Mannschaft, da haben wir uns ein bisschen schwer getan, haben auch nur mit einer Spitze agiert. Und ich glaube, zweite Halbzeit haben wir dann die besseren Chancen vorgefunden und vielleicht, wenn es 1-0 blieben wäre, dann wäre es vielleicht gerechtfertigt gewesen. Das 2-0 war dann noch eine Draufgabe und ja, für uns war es einfach ein glücklicher und vielleicht im Endeffekt noch ein verdienter Sieg. Herzlichen Dank, Stefan Meierhofer. Alles Gute.
Ja, der Mr. Doppelpack steht bei mir. 2,2 Meter ist der groß, nicht nur der größte am Spielfeld, sondern auch für die Rapid-Fans heute der absolut größte mit dem Doppelpack. Sind das Momente, wofür man trainiert, wofür man dann weiß, warum man sich das alles antut? Genau, das war der richtige Ausdruck jetzt von Ihnen. Für das steht man tagtäglich am Platz, lässt Freunde und vernachlässigt Familie dadurch. Und ja, das sind einfach die Momente, wenn da 18.000 im Stadion stehen und dir zujubeln. Das ist einfach geil. Ist man eigentlich am Anfang, wenn man auf der Bank sitzt, ein bisschen sauer? Ja, klar ist man sauer, aber ich glaube, ich war dann heute nochmal 110% motiviert statt 100%. Ich habe mich auf dieses Spiel schon seit Wochen gefreut, wollte natürlich von Anfang an agieren, aber der Trainer hat wieder seine Taktik gehabt und ja, sie ist aufgegangen. Es ist aufgegangen, wir haben uns gerade das 1:0 angeschaut. Man kann diese Hände da wahrscheinlich nicht weggeben, aber mit dieser Größe, man hat schon irgendwie gemerkt, den Schimmer haben sie ein bisschen runtergedrückt. Ja, es hat Vor- und Nachteile. Ich bringe halt eine Körpergröße von 202 cm mit und ich habe einfach nur meinen Körper eingesetzt. Das war kein Drücken, gar nichts. Ich glaube, ich war einfach mit meiner Wucht das erste am Ball und da kann man jetzt wieder drüber diskutieren, hat er die Hände eingesetzt, Ellbogen, aber Schiedsrichter hat es einfach gegeben und ich glaube, es war auch richtig so. Sie waren sogar aus dem Sport am Sonntag. Teamchef hat gemeint, Mayrhofer ist ein Thema, wenn er bei Rapid Fixstarter wird. Ich sage mal, wenn Sie kein Fixstarter sind, aber trotzdem bei jeder Partie zwei Tore erzielen, sind Sie dann ein Thema? Ja, wenn ich jede Partie meine zwei Tore mache und nur 25 Minuten dafür brauche, ist natürlich schön, aber ich möchte natürlich umso mehr Einsatzminuten sammeln und mich einfach weiterentwickeln, Spiele gut für die Mannschaft absolvieren und einfach Leistung bringen. Und wie viele Tore ich dann im Endeffekt mache, das sehen wir dann eh. Klassische Mayrhofer-Tore sind Kopftore, logischerweise mit der Größe. Das 2:0, ein satter Schuss, ist das so ein Tor, das dann kommt, wenn man Selbstvertrauen hat? Ja, der Hermann Gerland hat immer in München gesagt, ich habe einen Schuss wie ein Pferd und der Gerd Müller. Aber natürlich, mein Kopf ist natürlich, glaube ich, ein Riesenvorteil von mir. Und wenn die Flanken kommen, dann muss ich natürlich dort stehen, wo der Boskovic halt hingeflankt hat. Ne? Und ich glaube, ich bin richtig gestanden. Und ja, ich glaube, das zweite Tor war einfach geil. Und es freut mich natürlich, dass er drin war und alles richtig gemacht. Letzte Frage, seit wann können Pferde schießen? Ja, ich stehe vor Ihnen. Ne? Alles klar, danke. Zurück zu Reinhard Peter. Von Mayrhofer. 7:0 Sieg gegen Salzburg. Sie waren vor dem Spiel schon sehr optimistisch, aber hätten Sie sich das geträumt, dass hier 7 Tore gelingen gegen den Meister? Nein, natürlich, dass das Ergebnis so hoch ausfällt, damit kann keiner rechnen, damit hat auch wirklich keiner von uns spekuliert. Wir wollten die 3 Punkte, das ist das Wichtigste, wir haben sie. Dass wir natürlich so ein geiles und absolut überragendes Spiel liefern, ist für die Fans und für die Zuseher hier im Stadion, glaube ich, überwältigend gewesen. Vor allem am Beginn war Ihre Mannschaft sehr stark, hat Salzburg ja, man kann sagen, überrascht. Waren die frühen Tore auch spielentscheidend vermutlich dann, oder? Absolut, wir haben uns das von der ersten Minute an vorgenommen. Der Trainer hat uns nochmal extra darauf hingewiesen, dass wir die letzten paar Spiele am Anfang nicht so agiert haben, wie er sich das vorstellt. Hat das 2-3 Mal angesprochen und ich glaube, wir waren von der ersten Minute an richtig motiviert. Und ich glaube, bei meinem Foul da, wo ich gleich gelb gekriegt habe in der dritten Minute, habe ich, glaube ich, alle wachgerüttelt und optimal, super begonnen. Ist Rapid jetzt der Favorit auf den Meistertitel? Favorit, wir sind jetzt einen Punkt vorne, sind Tabellenführer. Es sind noch 5 schwere Spiele. Nächste Woche gegen Innsbruck, die stehen unten im Keller. Das ist natürlich schwer, so ein Abstiegsspiel für die. Und für uns geht es natürlich wieder um alles. Wir müssen voll konzentriert bleiben und ja, wir geben alles. Teamchef Fickersberger hat gemeint, Sie sind noch kein Kandidat fürs Team, weil Sie zumeist nur auf der Ersatzbank sitzen und erst kommen als Joker. Sie haben jetzt zuletzt gegen die Austria 2-mal getroffen als Joker. Heute von Beginn an. Was haben Sie sich heute empfohlen für das Team? Ja, das Traurige ist, dass ich natürlich 2-3 Krämpfe gekriegt habe durch einen Schlag. Sonst könnte ich die 90 Minuten, glaube ich, runterdrehen ohne Probleme. Ich bin in einer Top-Verfassung und muss Ihnen Christian Canestrin noch einmal danken. Der macht mit mir nach jedem Training Sondereinheiten, Viertelstunde, 20 Minuten noch. Ich fühle mich einfach richtig gut, ich fühle mich wohl, ich habe Spaß, in der Mannschaft zu spielen. Und das ist das Wichtigste. Und meine Familie gibt mir den nötigen Rückhalt. Mein Vater hat wieder im Stadion. Da möchte ich auch meiner Mutter danken, dass sie ihn freigegeben hat, weil wir ein Gast zu Hause haben. Und ich bin einfach in einer Top-Verfassung und möchte das bis zum letzten Spieltag beibehalten. Vielen Dank, Stefan. Danke. Jimmy Hoffer, ein 7:0 Erfolg hier in Salzburg. Können Sie das überhaupt schon einordnen? Können Sie das glauben, dass dieser Sieg gelungen ist? Ja, 7:0 ist super. In Salzburg 7:0 gewinnen muss man einmal. Und ja, wir haben gesagt vor dem Match, wir müssen alles geben. Und ja, ich glaube, dass wir einen Sieg im Meckelkatzer widmen, weil er hat sich super zurückgekämpft nach seinem Kreuzbandriss. Und ja, jetzt hat er wieder eine Blinddarm-Operation gehabt und jetzt habe ich gehört, dass er sich im Spital unser Match anschaut. Ja, gute Besserung, Michael. Was hat der Peter Backholt der Mannschaft mitgegeben in die erste Halbzeit? Es war ein fulminanter Start, in den ersten 17 Minuten 4 Tore. Ja, er hat uns gesagt, wir dürfen nicht
dürfen nicht verschlafen am Anfang. Wenn wir einfach verschlafen und ein Tor kriegen, wird es ganz schwer da in Salzburg. Und ja, wir haben es umgekehrt gemacht. Wir haben voll Druck gemacht und haben in 17 Minuten 4 Tore gemacht. Und, ja. Die Rapid-Fans haben einen neuen Liebling. Stefan Mayrhofer ist in Hütteldorf angekommen und soll, wenn es nach den Fans geht, noch lange bleiben. Plötzlich will jeder seinen Teil vom 2 Meter 2-Mann. Eine neue Situation für den Gablitzer. Ich spiele einfach für einen geilen Verein und für geile Fans. Und das macht natürlich wieder Spaß. Und wenn du diese Bestätigung von den Fans von der Tribüne bekommst, dass Leute dir zurufen, und dann muss man das einfach auch so verarbeiten, einfach in positive Energie umwandeln. Das ist einfach mein Rezept. Das probiere ich einfach immer wieder. Ne? Und natürlich, ich bin von mir überzeugt. Ne? Sonst wäre ich, glaube ich, nicht dort, wo ich heute bin. 4 Tore in 2 Spielen. Mayrhofer am momentanen Höhepunkt seiner Karriere. Plötzlich funktioniert alles. Selbstbewusstsein, Emotionen, Tore. Mayrhofer hat einen Lauf, aber das war nicht immer so. Mit 23 spielt er noch für Langenrohr in der Landesliga. Dann geht aber alles ganz schnell. Über die Bayern Amateure schafft er es sogar in die Kampfmannschaft. Ich bin nach Deutschland gefahren, habe dort einfach meine Chance gesucht und habe die Chance bekommen. Und ich glaube, ich habe in 16 Monaten das erreicht, was andere immer träumen und erhoffen. Ne? Und ich habe einfach mein erstes Bundesligaspiel für Bayern München gemacht. Das kann man niemand mehr nehmen. Mayrhofer, gelernter Koch und Kellner. Alles war bereits darauf ausgerichtet, dass er den elterlichen Betrieb übernimmt. Fußball in dieser Phase seines Lebens nur zweitrangig. Von 16 bis 18 habe ich gar nicht Fußball gespielt. Ja, im Bad einmal oder mit Freunden irgendwo, ne, aber nicht professionell trainiert oder auch nur, wie gesagt, in der Landesliga oder Regionalliga dann täglich trainiert. Also das war dann echt 2 Jahre komplett gar nichts der Fall. Also da war Fußball leider nicht in mein Leben integriert. Dabei ist sein Traum vom Leben als Profifußballer alt. Schon der 10-jährige Stefan Mayrhofer hatte einen klaren Plan. Ich glaube, das ist wie in einer Liebe. Ne? Wenn du irgendwann die Liebe nicht hast, dann musst du wahrscheinlich irgendwas in deinem Leben ändern oder in deiner Beziehung. Ne? Und ich glaube, die Liebe zum Fußball wird mir ein Leben lang erhalten bleiben, hoffentlich. Und das möchte ich einfach tagtäglich leben und genießen natürlich. Den Traum vom Profifußballer hat er sich erfüllt. Jetzt träumt Mayrhofer von Höherem. Ich möchte jetzt einfach mit Rapid den Titel holen und einfach für mich einfach dann sagen, okay, ich bin österreichischer Meister geworden. Das ist einfach ein Ziel von mir. Und das spornt mich einfach in jedem Training an. Und das ist meine Motivation, dass ich einfach sage, ich möchte am 26. April einfach die Schale hochhalten. Egal, was kommen mag. Egal, wer kommen mag. Heute kommt Innsbruck. Und dieser Mayrhofer scheint bereit zu sein. Einer ist natürlich auch gepusht mit der sensationellen Bilanz von 6 Toren in 9 Bundesligaspielen. Stefan Mayrhofer, und der steht jetzt bei Gerhard Krawert. Stefan Mayrhofer, das Hanapi-Stadion tanzt. Warum ist ein Rapid derzeit nicht zu stoppen? Weil wir, glaube ich, absolut die geilsten Fans hier im Land haben und eine geile Truppe einfach sind. Reden wir über das 1:0, da müssen wir noch was aufklären. Waren Sie als Letzter am Ball oder war es der Innsbrucker Madl? Also ich gehe davon aus, dass ich mir den Oberschenkel oder mein Knie reingemacht habe. Es war natürlich klar, dass Sie mir das sagen werden. Bei der Auswechslung dann Standing Ovations auch für Sie bei der Auswechslung. Was war das für ein Feeling? Ja, das ist natürlich überragend, wenn man von den Fans so gefeiert wird. Ne? Ich glaube, ich habe wieder eine sehr gute Mannschaftsleistung abgeliefert. Habe, glaube ich, ein wichtiges Tor aufgelegt für den Ball. Und ja, es ist natürlich schön, wenn man honoriert wird von den Fans und auch so gefeiert wird. War es ein verdienter Sieg heute? Ich glaube, wenn wir die erste Halbzeit anschauen, wir gehen 3:0 in die Halbzeit, haben eindeutig die besseren Torchancen gehabt, haben, glaube ich, dann ein blödes Anschlusstor gekriegt. Da war die Zuteilung kurz nicht, so wie es eigentlich gehört. Das ist eine Unkonzentriertheit, das müssen wir abschaffen. Wir müssen die letzten 4 Spiele genauso konzentriert sein wie heute die erste Halbzeit. Ich glaube, dann wird es sehr schwer für die anderen. Sind Sie in Meisterstimmung? Sind Sie in Meisterstimmung? Ja, wie gesagt, es sind noch 4 schwere Spiele und wir müssen die Konzentration sehr hoch halten. Und wir müssen die nächsten 4 Spiele so gestalten wie die erste Halbzeit heute. Und wir gegen Salzburg, dann wird es natürlich sehr schwer für die Konkurrenz. Ja, Stichwort Salzburg. Angeblich ist auch Red Bull an Ihnen interessiert, war jetzt zu lesen. Haben Sie davon schon gehört? Also mit mir noch keiner Kontakt aufgenommen, mit meinem Manager auch noch nicht. Und ich konzentriere mich nur auf Rapid. Ich möchte hier den Meistertitel holen. Und ich freue mich einfach auf die nächsten 4 Spiele und natürlich auf das nächste Spiel in Linz. Wollen Sie bei Rapid bleiben? Das besprechen wir ein anderes Mal. Wann? Beim nächsten Mal. Danke. Ja, der Jimmy hat's gemacht. Jimmy Hoffer, ein heutiges Tor, das schöner war als jedes beim 7:0 gegen Salzburg. Ja, es ist jedes Tor wichtig, wenn man macht und mehr gewinnt.
Aber ich glaube, heute sieht man, dass wir nicht die leichtere Auslösung haben wie Salzburger da wäre. Wir haben gekämpft, wir waren eins nach hinten. Erste Halbzeit haben wir nicht so gut gespielt, aber ich glaube, die Fans haben uns sehr geholfen, dass sie uns zum Sieg getragen haben. Jetzt wurde gerade die Tabelle eingeblendet. Sie haben nicht wirklich interessiert hingeschaut. Ist es tatsächlich so, dass die Spieler sich für die Tabelle gar nicht interessieren? Nein, wir müssen schauen, dass wir jetzt die nächsten zwei Spiele noch gewinnen. Dann liegt es eh nur an uns. Darum kann man, wir können sie nicht auf andere verlassen. Und darum haben wir aber heute gesehen, dass wir bis zu 95 Minuten gekämpft haben. Und wir haben viele Torchancen gehabt und ja, wir haben auch eine Story noch gemacht. Ganz kurz noch, die Krone schreibt morgen, Jimmy Hoffe unterschreibt bis 2011 bei Rapid. Was fehlt noch zur Unterschrift? Ja, ich will jetzt nichts dazu sagen. Ich gehe jetzt rein und feiere den Sieg. Okay, alles Gute. Und der erste Spieler, der bei uns ist, ist Stefan Meyerhofer. Wie fühlt man sich als österreichischer Fußballmeister? Unglaublich, was die letzten Wochen mit dem Verein abgegangen ist. Es ist einfach schön, dass ich dabei sein darf, dass ich das erleben darf. Ich freue mich für mich, für die Mannschaft. Ich grüße meine Familie, meine Freunde, alle, die mich die letzten Monate unterstützt haben, mir die Kraft gegeben haben. Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Welche Gedanken schießen Sie durch den Kopf, wenn man da vor der Tribüne dann auch noch bei den eigenen Fans steht? Ja, die Fans sind einzigartig. Das ist in Österreich, glaube ich, besser geht es nicht. Ich glaube, in Europa auch. Die Fans haben uns, glaube ich, von Sieg zu Sieg jetzt getragen. Es ist einfach schön, wenn man den Fans so einen grünen Abschluss bieten darf. Zurzeit kein Spiel ohne Meyerhofer Tor? Glücklicherweise, zum Glück, ja. Wie schaut es denn aus jetzt noch mit den weiteren Zielen? Glauben Sie, war das ein weiterer Schritt Richtung Euro? Ich würde mich sehr freuen, aber das müssen andere Leute entscheiden und ich feiere jetzt und genieße das mit der Mannschaft. Alles klar, 1-2, Dankeschön. Dank. Danke.